Servus und Moin zum neuen Release Notes Video für die Iteration 2020.06. Und dann starten wir gleich mit Data. So, erstmal zur Einführung ein bisschen. Die Corona-Zeit hält uns leider immer noch im Bann. Aber wir öffnen jetzt wieder ein paar POIs, Gastronomien und Gastgeber dürfen auch wieder ihre Zimmer vermieten. Jetzt haben wir natürlich hier die sinnvolle Vorgabe, dass wir Hygienestandards einhalten müssen. Und daher gibt es jetzt bei Hotels, ja, bei Gastgebern, Veranstaltungen, Gastronomien und POIs einen neuen Tab Hygieneinfektionsschutz. Hier könnt ihr nun in ein HTML-Textfeld beschreiben, was bei euch vor Ort gemacht wird, gemacht werden muss, an was man sich halten muss, was die Vorgaben sind. Einfach beschreiben, was der Gast, Kunde beachten muss. Und darunter habt ihr ein paar Checkboxen zum definieren, was gefordert ist. Da haben wir uns inspirieren lassen von der IHK. Übertragen wird der Textblock hier als, ich muss kurz bitten, als Text, rel, Hygiene Infection Control Information. Als Type Text HTML natürlich. Die Checkboxen hier, wie gehabt, als Features, über ein Feature Tree gesammelt als Hygieneinfektionsschutz. Genau, also ihr könnt jetzt hier vorab schon sagen, ihr müsst auf das aufpassen, auf das aufpassen, auf das aufpassen. Was man dann hier an der Ausgabe machen kann, ist, ich kann mir eine Liste ziehen, erstellen lassen, im Portal eine Ribbon machen, zeigt mir nur die POIs an, die diese Hygienehinweise beachten. Die, die es nicht machen, sollte man meiden. Genau. Also ihr könnt eure Listen vorfiltern. Die Information ist natürlich auf der Detailseite im Merkmalblock ersichtlich. So viel dazu. Zum nächsten. Es wurde ein Feld umbenannt unter Gastronomie, Information, Beschreibung. Das hier hieß Abendunterhaltung. Ist jetzt Unterhaltung und Angebot, da es ein bisschen generischer ist. Und zum letzten neuen Feature in Data. Jetzt habe ich auch gerade hier kein Sample. Egal, aber ihr könnt es euch denken. Hier. Wir markieren die Zeile in so einem gelb-orange, wenn der Termin erst nach 15 Monaten stattfindet. Ihr wisst ja, in der Meta übertragen wir nur die Veranstaltungen, die in den nächsten 15 Monaten stattfinden. Und damit ihr gleich in Data schon seht, hey, das wird in der Meta nicht rauskommen, haben wir es jetzt hier so markiert. Dann noch zwei kleine Bugfixes bei Gastronomie, Öffnungszeiten. Wenn ihr immer geöffnet angehakt habt, dann gab es Probleme beim Speichern. Ist jetzt behoben. Nein, nicht diese Checkbox, Entschuldigung. Diese Checkbox hier, meine ich. Also quasi, wenn ich es jetzt sage, Dienstag nicht, 24 Stunden offen, da beim Speichern gab es ein Problem. Das ist jetzt behoben. Ich speichere jetzt nichts, sonst überschreibe ich was. Und noch ein kleiner Bugfix bei Gastgebern. Wenn ihr über die Liste auf Online-Buchbarkeit gegangen seid, hat es zu einem Fehler geführt, was jetzt wieder funktioniert. So viel schon zu Data. Es sind noch ein paar kleinere Bugfixes und kleine Erweiterungen geschehen, wie eigentlich jedes Monat. Aber ich gehe immer nur auf die großen und wichtigen Sachen hin. Genau, dann machen wir gleich mit Pages weiter. So. Genau, neuer Typ Ferienhaus. Ihr wisst ja, ihr könnt in Data eure Leistungen bei Gastgebern als Zimmer oder als Ferienwohnung definieren.
Jetzt könnt ihr aber bei Ferienwohnungen auch noch eine Kategorie definieren. Ferienhaus, Apartment und so weiter. Das wurde bisher nicht ausgewertet. Da stand immer nur Ferienwohnung. Jetzt wertet die Pages auch die Kategorie sauber aus. So, und das nächste ist wieder die schöne Corona-Zeit. Wir haben dieses Video geöffnet. Das haben wir in der letzten Iteration implementiert, dass ihr quasi sagen könnt, ihr habt jetzt wieder geöffnet nach dem ganzen Corona-Shutdown. Wieder als Highlight markiert. Was wir vergessen haben, ist die Highlight-Markierung auf der Detailseite und die Highlight-Markierung hier im Portal in der Liste. Ribbon. Genau. Genau. Zwei Bugfixes hatten wir noch. Na gut, die muss ich jetzt nicht unbedingt aufmachen. Ihr wisst ja, ihr könnt Veranstaltungen melden innerhalb der Pages. Ihr könnt Probleme zu Objekten auf der Detailseite melden oder in der Suche, glaube ich, ist auch aktiviert. Und auch die Urlaubsbörse. Die zeige ich jetzt doch mal kurz, weil ich nicht weiß, ob ihr das Modul überhaupt kennt. Auf jeden Fall hat sich da ein kleiner Fehler eingeschlichen gehabt mit der Umstellung auf das neue Destination One, eben mit dem London Rails Update und so. Da hat es ein kleines Versionsproblem gegeben. Also kurzum, die E-Mails sind nicht geschickt worden. Ist jetzt behoben, alle E-Mails werden jetzt wieder sauber geschickt. Ihr bekommt wieder Informationen. Wir bekommen wieder die Informationen bei den Problemen. Ihr bekommt die Informationen bei der Urlaubsbörse und die Events landen jetzt auch wieder sauber in Data. Urlaubsbörse ist jetzt hier gar nicht aktiviert. Dann suche ich mal eine andere Config. Achso, das haben wir gar nicht. Launenkel WLAN Search, nein, WLAN Börse Edit. Das ist unser Urlaubsbörsenmodul, das primär in Ostbayern verbreitet ist. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich mache mal nebenbei auch Data auf. Ihr könnt dieses Formular eben hier Börse Edit einfach per iFrame oder per Link auf eurer Webseite hinterlegen. Dann kann der Gast einfach sagen, ich will vom 6. bis 8. machen, was sinnvoll ist. Kommen wir im Sommer vom 10. bis 24. will ich, was weiß ich, 5 Nächte bleiben. Dann sage ich noch, wer ich bin. Ja, ihr könnt solche Dinge einfach ausfüllen. Dann sagt ihr noch, wer ich bin, wie viel ich habe. 6 und 3 übernehmen. Und kann dann noch dazu schreiben, was weiß ich. Wenn ihr jetzt hier auf Absenden klickt, landet das in der Urlaubsbörse. Jetzt muss ich mal gucken, ob mein User hier das Ding, ob es ja hat. Klicke ich auch schnell drauf. Wie gesagt, das ist eben ein Modul, primär in Ostbayern. Wurde von uns auch schon lange nicht mehr weiterentwickelt, aber die Features, die drin sind, die reichen und haben sich bisher immer als ausreichend dargestellt. Das heißt, wir haben schon lange keine Feature-Requests mehr bekommen, aber wie gesagt, es soll eigentlich nur so ein schwarzes Brett sein. Also quasi, eure Gäste können da schreiben, wann sie was haben wollen. Und jeder Gastgeber kann halt dann da reinschauen, eben über welche Experience das gelaufen ist. Also Test, genau. Da eben auch die Kategorie Pension. Also wenn ich sage, hey, ich habe eine Pension, 6 bis 13 habe ich frei, dann kann ich draufklicken. Dann sehe ich hier die bisschen mehr, die Informationen. Also genau, du willst haben. Und dann kann ich Sügen sagen, hier, gib mir die Kontaktdaten. Ich schreibe den Gast an, von wegen, ja, ich kann dir was anbieten. Oder ich sage, nichts für mich. Und dann fällt es aus meiner Liste raus. Wirklich nur so ein ganz einfaches schwarzes Brett. Mache ich auch wieder zu. Dass eben in Ostbayern recht gut angenommen wird. Und vielleicht
auch helfen kann, die Zimmer zu, oder die, es sind meistens Ferienwohnungen, die dieses Feature haben. Genau, nur kurzum, Page ist jetzt nochmal von uns durchgetestet worden. Der einzige Fehler, was uns wirklich aufgefallen ist, war dieses E-Mail senden und ein paar Versionsprobleme. Aber jetzt würden wir sagen, ich bin auch ein Fan. Der Page ist et4.de. Er ist natürlich Alt Destination. One. Merkt es euch, das ist die neue Domain. Also auch die alte URL funktioniert weiter. Wird dann auch intern auf die neue URL umgeleitet. Aber das hier ist unsere neue Domain der neuen intern stark verbesserten Pages Destination One. Und dann schließe ich schon gleich unsere Release Notes. Ich will euch nicht allzu lang aufhalten. Und pflegt eure Daten für die Hygiene, dass wir einfach schon den Gast vorab auf der Webseite, auf dem Portal, in der PWA die Information geben können, auf was er sich einstellen muss, wenn er zu euch kommt. Bis zum nächsten Monat. Ciao.